So eine unfaire Kacke. Wenn der Weg halt gesperrt ist, was kann ich dafür? Willkommen zum nächsten Part von Yooka-Laylee. Im letzten Part waren wir tatsächlich uns verwandelt. Ups. War schon ganz cool. Was? So, wenn man da so lange steht, das ist deswegen. Ich dachte schon, für Bounty Design. Ja, mit dem Page. Das heißt, wir haben, glaube ich, okay, ich habe keine Ahnung, wie viel wir haben. 14. Ja, jetzt bin ich raus. Obwohl, ist das nicht richtig. Bin ich nur wieder rein? Ich war ja wieder am Anfang, oder? War ich am Anfang? Ja, ich war am Anfang. Und der nächste, den holen wir uns dann unserem Schiff wieder. So. Dann werden wir wieder am Schiff. Uhu, am Schiff. Und let's go. Oh, ich kann sogar boosten, stimmt, ja. Da hinten haben wir schon alles freigemacht. Ich habe das Page jetzt einmal nicht einsammeln. Das Page-Stück. Ah, kann man gar nicht einsammeln, ich muss es halt kombinieren. Hey, hier oben. Wärt ihr bitte so nett, mich aus diesem Käfig zu befreien? Wie ist der über Kopf über? Der kann sich doch einfach drehen, Mann. Ist hier irgendwas? Nö. Voll umsonst. Dann müssen wir wohl hier lang. War da irgendwas? Und diese Kaputten hat auch nichts gebracht. Diese Kaputten. Das Weltraumtor ist offen. Ich will wieder. Was?
Ich wiederhole, das Weltraumtor ist offen. Ich wiederhole. Regeln, euer. So, ich mache auch hier Seite, nicht dass in einem Stein irgendwie ein Geist oder so ist. Na, weiß sowieso nicht. Die liebt mich schon. Aber oder eine Feder. Die aus. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt normal sein. Ah, ich kann nicht immer mit dem. Was bringt mir das? Nicht mal ganz im Ernst. Ah, nee, ich Dummkopf. Wie soll ich mit meinem Ernst? Ich kann wieder hinfahren. Ich hab den Schalter gar nicht gesehen. Scheiße, Blöcke. Super, macht Spaß, hin und her. Ihr habt es geschafft! Wuhu! Cool. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zur letzten Sache. Mit dem Schiff, oder? Nee, oder? Genau. Sehen wir. Bestimmt nicht die letzte Sache, aber vielleicht für den Part. Vermutlich für den Part, weil ich jetzt wieder austicken werde. Na hallöchen, Traumschiff. Ich dachte, diese Galaxie wäre der perfekte Ort für uns. Verdichtet. Hab ich nicht auf. Gase. Aber hier ist es so unglaublich öde. Wie wär's mit einem spannenden Rennen zwischen den Sternen? Das wäre ein Wettbewerb. Das wäre ein Wettbewerb und romantisch. Ja. Super. Wenn du keinen Ring auslässt und es vor mir über die Zielgerade schaffst, gebe ich dir ein Peach. Fertig, los. Ist es leicht? Das sieht bisher leicht aus. Aber man weiß ja nie, es ändert sich ja so ruckartig immer. Habe ich doch gesagt.
Mann, ich werde den Ring eh noch irgendwo übersehen und dann habe ich die Arschkarte gezogen. Ich hasse so Kreisdinge. Kreisfahren. Komm schon. Ich bin so weit jetzt warm, das ist auch nicht dein Scheiße. Woher soll ich wissen, dass ihr scheiß Tor offen sein muss? Ich flieg hier einfach drüber, klar. Ich meine, wieso auch nicht? Ist ja auch einfach nur unfair gewesen jetzt. Das ist so unfair, wenn ich das jetzt noch schaffe. Was zum heiligen Teufel. Jetzt nicht kurz vor Schluss. Geh weg von mir, du dumme Wolf. Nein, komm schon. Was für eine Scheiße. So kurz vor Schluss. Dein Kackernst. Der und jetzt. Oh, jetzt hab ich's. Komm schon. Glaubt ihr, ich hol die noch ein, Leute? Glaubt ihr, ich schaff das? Glaubt ihr an mich, Leute? Piss dich, du bist schon. Geh einfach weg. Komm schon. Nein, das schon wieder. So eine unfaire Kacke, wenn der Weg halt gesperrt ist, was kann ich dafür? Ich wette kurz vor Schluss verkacke ich nur jetzt ja. So eine Scheiße. Das war so unfair. Halt die Fresse, du kleines Stück. Das war so unfair, Alter. Und es ging auch so lange und jetzt muss ich nochmal. Das war wirklich unfair. Okay. Diesmal schaffen wir es aber. Weil diesmal ist ja nicht irgendwas im Weg. Zumindest nicht so arg im Weg, dass wir es nicht schaffen können. Dass die blauen waren halt das Problem. Wären es diese roten gewesen, die im Weg stehen würden, dann wäre es kein Problem. Nur die blauen, die gehen verschwinden doch nicht sofort. Okay, und das hat uns auch richtig fertig. Und es macht uns sogar nochmal fertig. Gut zu wissen, dass es immer wieder zugeht. Das hätte ich vielleicht vorher wissen müssen.
Dass sie irgendwie wieder mal kommen, kann es nicht sein, dass sie mal kommen. Ich will sie nicht verarschen. Wieso sind die wieder da? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ich hab die doch weggemacht. Das verstehe ich jetzt wirklich. Hä? Jetzt ist dieses Miststück wieder vor mir. Verschwinde einfach, du dumme Kuh. Alter, hat die mich gerade wirklich weggedrängt. Alter. Jetzt mal ganz ernst, was ist für eine unfaire Scheiße. Die kommen ja immer wieder, diese scheiß Dinger. Wenn die nicht kommen würden, okay, aber die kommen ja immer wieder, hä? Ich verstehe es nicht. Ich kann nichts machen, wenn die immer wieder kommen. Das ist ja voll der Scheiß. Manche sind weg, aber manche kommen irgendwie wieder. Der ist auch wieder da, kann das sein? Ja, der ist wieder da, hä? Ich verstehe es. Soll ich die etwa kaputt machen? Vermutlich. Mann, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Sieht bisher noch nicht so schlimm aus. Das ist halt irgendwie mal der Scheiß. Wieso sind die jetzt wieder im Weg? Und vor allem das. Die sind ja komplett am Weg. Die halten mich ja komplett auf. Die scheiß Wolke fliegt da drüber, aber dies ist ja ein Problem. Bitte lass es jetzt einfach nur noch normal sein. Wo am Schluss kommt, glaube ich, noch so eine Scheiße. Ja, am Schluss noch einmal. Nur ja, weil die Dinger mal wieder kommen, das ist auch zu schwer. Sonst wäre die Wolke ja richtig leicht. Ja, ja, sonst sind die Dinger wieder. Ja, sieht doch.
gut aus, Leute. Sieht richtig gut aus. Jetzt gib mir mein scheiß Patriot, dummes Mistschiff. Ich habe tatsächlich den ganzen Park gebrockt. Wow, kaum zu glauben, dass du es vor mir in den Hafen geschafft hast. Versprochen ist versprochen. Hier ist deine Belohnung. Du hast sie dir verdient, Traumschiff. Cool. Lass mich. Ich rede nie wieder mit mir. So, macht sie sowieso nicht, weil das ist die letzte Welt. Das ist eigentlich ein bisschen traurig jetzt. Obwohl ich hier glücklich bin, dass ich diesen scheiß Rekstron nie wieder sehen muss. Da hinten sind die Dinger, die wir kaputt machen können. Aber dann war es, hier sind sonst keine Dinger, oder? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Oh, der Boss kommt noch, scheiße. Leute, bis zum nächsten Part. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen, Yoka ist das Lenkrad. Und Layli ist das Mast, sozusagen. Also, bis zum nächsten Part. But don't be fooled.